Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPaverick. Heute möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie ihr aus Efeublätter Waschmittel gewinnen könnt. Das ist wirklich relativ einfach. Der große Vorteil bei diesem Waschmittel liegt darin, dass es einmal kostenlos ist, denn Efeu ist das ganze Jahr über verfügbar. Bei mir hier im Ort, ja, wächst das an jeder Ort und Stelle praktisch, an manchen Hausfassaden oder auch an irgendwelchen Bäumen hoch. Und das Waschmittel ist natürlich absolut biologisch und ökologisch. Alles, was ihr für die Herstellung benötigt, sind ca. ja, pro Waschgang 10 Blätter von der Efeupflanze. Achtet darauf, dass ihr hier nicht so eine Jungpflanzen oder Jungblätter nehmt, wie in diesem Fall, sondern dass ihr ja wirklich die dunkleren Blätter pflückt. Und dann braucht ihr hier noch ein Wäschenetz. Wenn ihr kein Wäschenetz habt, könnt ihr auch eine alte Socke nehmen und diese einfach ja, zuknoten. Und dann müsst ihr nur die Blätter in der Mitte einmal halbieren und dann in euren Wäschebeutel reingeben. Davon nehmt ihr, wie gesagt, 10 Stück. Nun gebt ihr euren Beutel hier mit den Efeublättern einfach in die Wäschetrommel hinein. Und ja, jetzt könnt ihr eure Wäsche wie mit normalem Waschpulver auch waschen und sie wird wieder strahlend sauber. Der Grund, warum sich Efeu so gut als Waschmittel eignet, liegt in den darin enthaltenen Saporin. Saporin schäumt sehr gut. Ich habe euch zur Verdeutlichung hier mal ein paar Efeublätter in warmes Wasser eingelegt und jetzt schüttel ich das Ganze mal und ihr seht, wie schön das hier schäumt. Ja, meine Erfahrungen dazu sind durchweg positiv. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und ich habe hier ein paar ja, Kinderklamotten von meinem Sohn und wenn ich das mal zeigen darf, selbst Grasflecken sind hier rückstandslos wieder rausgegangen. Auch bei weiter Wäsche gab es keine Probleme. Manche haben immer Angst, dass sich das ein bisschen grün verfärben könnte, aber auch das ist ausgeblieben. Ja, und selbst Lebensmittelreste, die hier ja, als Flecken vorhanden waren, sind wieder rückstandslos rausgegangen. Ja, probiert es selber mal aus. Ich kann das nur empfehlen. Wenn euch dieses Video gefällt, werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere solcher Videos. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer MacPaverick.